Hallo Leute, willkommen zurück zu meinem Let's Play von SpongeBob Schwammkopf Schlacht um Bikini Bottom als SpongeBob und mit diesen keine Ahnung, was das für ein Gesichtsausdruck war. Geht's weiter? Geschenke öffnen ist klasse. Klar. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Es glänzt. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Und erwischt. Oh, noch einer. Block. Ach, wieder einer. Ja, trotzdem noch erwischt. Ah, dafür brauche ich auch eine andere Fähigkeit. Da muss ich mal zurückkommen später. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Geht er schon rein? Nein, noch nicht. Jetzt schnell weg hier. Ach, du großer Schinken. Den hab ich verstanden. Ja, verstand man ja halt einen riesen Schinken hat. Warte, warte, warte. Jetzt. Naja. Vielleicht doch ein bisschen doof getimed, aber naja. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Mr. Super Saugstark. Und, ach schade, ich dachte 3 auf 1 Streich. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Also entweder habe ich Glück und ich nein, 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 oh Gott. Ich habe eine Idee. Perfekt, hat funktioniert. Ach, 150 kann ich entbehren. Oh Gott, eine riesige Frisbee-Scheibe hier, ey. So eine Sprungfeder, der Spongebob die ganze Zeit, ne? Mal, hier brauche ich Patrick für. Ha! Das habe ich gut gelöst dieses Mal. Boah. Da kommt mal alles schon her. Zack und zack. Wir müssen uns da konzentrieren hier immer mal.
Oh, okay, dann. Das ist der Weg zurück. Oh, es schafft. Patrick sollte mal wieder waschen. Oh Gott! Was war zum Teufel war das denn? Ach, Mist. Abgelost. Aber sowas von. Was sollte die Musik denn jetzt? Ey, ich fasse es nicht. Ich konnte mich noch retten. Ey, der ist so bescheuert, der. Nennt mich so. Auch Schwamminator. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Oh ja. Glaube ich dir, ey. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Zu hübsch. Ich halte es nicht aus. Noch ein Pfund für Patrick. Details? Noch sechs Söckchen und drei Pfannwender. Dann hol ich mal kurz Patrick. Ne, warte, der da vorne kommt, glaube ich, noch eine bloßartige Stelle. Ich weiß, ich hätte da links abkürzen können, aber. Ah, geschafft. Huch. Easy. Eben so hoch. Und zack. Ah ja, stimmt, der Wandsprung. Der Schwammsprung. Wie viele davon muss ich denn tragen? Sehr gute Frage. Bam. Wie gesagt, glänzende Objekte kann man niemals genug haben. Ah, Mist. Das habe ich nicht gut getimed. Und die Melone lag da ja noch. Warten. In jedem steckt ein Geschenk. Der Roboter hat Bumm gemacht. Naja.
auf geht's. Die Eisfrucht hätte man, könnte man jetzt benutzen, um einzufrieren, um diesen lilanen Ding zu kriegen, aber da ich das schon geholt habe. Wahrscheinlich ist da bestimmt irgendwo noch eine Socke versteckt. Vielleicht, ich weiß es nicht. So. Was schwebt denn da? Ach so, das sind so ein Seeigel. Also ihr Seeigel, die da hängen. Okay, das hat sich gar nicht komisch angehört, dieses Matschgeräusch. Matsch. Au. Jawohl. King Jellyfish, da lang. Alles klar. Pumpelblase. Ach, heute wollen aber auch alle helfen. Sei da vorne leise. Dieser Quallenkönig befindet sich mitten auf dem Weg. Viel Glück, du wirst es brauchen. Danke, Kumpelblase. Alles klar. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Oh, da ist er ja. Die Knutschbacke. Ach ja. Das wissen wir, wo die Musik herkommt. Er hat die gemacht. Ich wusste ja, dass der Quallenkönig groß ist, aber wer hätte gedacht, dass er eine so schöne Stimme hat? Leckeren Kuchen mag doch jeder. Schlag ihn, er muss am besten jetzt, er muss jetzt warten, bis er genau das macht. Dann schnell hin und schlagen. Es gebärt er erstmal ein paar Quallen. Ja. Jetzt freut er sich erstmal, dass er mich getroffen hat. Oh, wie erwischt wie eine Frühlingsblume. Ha! Erwischt! Boah, früher musste man die blauen Quallen zweimal treffen, heute jetzt nur noch einmal. Nimm das. Die blauen sind die männlichen Quallen, oder? Schau, da war der erste Bosskampf. Sehr schön. Was hat Kumpelblase dazu zu sagen? Gut gemacht, mein kleiner gelber Freund. Okay, nicht viel. Guck mal, die erste Welt beendet. Zumindest von der Story her. Hier kann man noch genug Sachen finden. Ja. Ein bisschen Grafikfehler hier. Klar. Runter geht's. Schenke öffnen ist klasse. Ah, geschafft. Perfekt.
Ja, muss ich nochmal runterfahren. Ich habe auch den Weg vergessen. So neben den geheimen Weg. Jetzt sehen, damit kann ich jetzt in die Gulagune rein. Und da unten steht auch noch Larry Lobster. Larry der Hummer. Boah, Hummer ist bestimmt voll lecker. Boah, scheiße. War das knapp. Ich habe keine Ahnung, wie man diesen Weg richtig benutzt, ne? Einmal möchte ich es noch versuchen. Und dann gehen wir Thaddäus gegen das Quallengelee bringen. Ah, hier war das genau. Wie die Zunge so wackelt, ne? So. Okay, noch einmal richtig kontrollieren und wirklich alles haben, dann haben wir. Dann sind wir soweit. Macht aber auch Spaß, ganz ehrlich. Okay, jetzt habe ich alles. Siehst du, kein Problem. Wenn du deinen Geist und deine Muskeln richtig einsetzt, kannst du alles erreichen. Okay, dann. Auf zurück nach Thaddäus, Tentakel. Exit. Alles klar. Thaddäus. Oh, Thaddäus. Da ist er ja. Oh, ja. Oh, das fühlt sich schon viel besser an. Für meinen besten Freund tue ich doch alles. Soll ich dich einreiben? Was wäre, wenn ich dir einfach den hier gebe? Oh, sehr schön. Nehme ich gern. Genau deshalb gehe ich nicht raus. Nie. Okay, dann. Soll ich mal sagen? Die Quallenfelder haben wir erstmal jetzt soweit. Ja, die vier Socken, also gehe ich später nochmal hin, wenn ich mehr Upgrades habe. Okay, laut Anleitung würde ich sagen, gehen wir als nächstes in die Innenstadt von Bikini Bottom. Aber dafür brauchte man auch nur 5 Pfannenwender, so viel ich weiß, ne? 5 Pfannenwender. Wie viele Socken haben wir eigentlich jetzt? 12 Stück, ne? Könnten wir einen Pfannenwender holen für bei Patrick. Ne, 14 sogar. Oh, Patrick. Ich habe einen Pfannenwender für dich. Ich habe den neuen, ich habe Socken für dich eher. Oh, SpongeBob, du hast welche gefunden. Jetzt sind sie wieder sicher zu Hause, wo sie hingehören. Hier ist dein goldener Rückenkratzer. Pfannenwender.
Damit kann man keine Pfanne wenden. Stimmt, warum heißt der eigentlich Pfannenwender? Man kann damit keine Pfannen wenden. Hm, egal. Ja, schön. Hast du meine Socken? Noch nicht. Oh. Nee, brauch ich wieder 6 neue. Da kann man welche kaufen, aber das lasse ich lieber noch bleiben. In die Innenstadt. Oh, die Seenadel. Oh, look, it's a sea needle. Oh Gott, da klingt nicht gut, was da los ist, ne? Um Gottes Willen, ey, was ist in der Innenstadt los, ey? Also, der tobt ja der Krieg da drin, ey. Die Innenstadt von Bikini Bottom. Einst eine geschäftige Metropole, jetzt ein Krater voller Schutt. Oh. Kann man meinen Lieblingscharakter gleich hier spielen. Bob, die Roboter zerstören die Innenstadt von Bikini Bottom. Wir müssen evakuieren. In Ordnung. Aber ich kenne gar keine Eva. Nicht evakuieren, sondern evakuieren. Wir müssen alle in Sicherheit bringen. Können Sie nicht einfach in die Boote? Das würde nichts bringen. Warum nicht? Weil die Roboter alle Lenkräder geklaut haben. Könnten wir nicht einfach geradeaus fahren? Nein, da sind zu viele Kurven. Diese Fieslinge, die haben aber auch an alles gedacht. Kein SpongeBob, wenn es um dich geht, habe ich immer Angst. Aber ich sag dir was. Wenn du das schaffst, gebe ich dir einen goldenen Pfannenwender. Wie wäre es stattdessen mit einem Führerschein? Netter Versuch. Netter Versuch. wie ich auch gesagt habe. Alles klar. Ah, guck mal, neue Roboter. Die spucken einen jetzt mit Gas an. Elf Stück brauchen wir. Spongeball! Bereit für eine Runde Schwammball? Geschenke öffnen ist klasse. Oh ja. So, jetzt müssen wir ganz schnell sein, ne? Schalter umlegen und los. Perfekt. Oh, neuer Roboter. Oh, der ist so ahnungslos, was mit dem jetzt passiert. Hallo. Ja, genau. Ah, die kann man nicht von der Seite töten. Man muss auf die drauf springen, weil sonst schlagen die einen immer nur hin und her. Genau so. Aber wenn ich Sandy wäre, dann könnte ich mich da hochmogeln. Oh ja. Ich befehle diesen Tropfen Chili-Soße absolut grausam zu sein. Teuflisch. Perfekt. Ich mach mal das Tor da auf. Also eigentlich passt er da durch, aber auf sich doch nicht.
Naja. Machen wir mal eben die fliegende Untertasse da hinten kaputt. Perfekt. Und da komme ich nicht hoch jetzt. Von hier aus. Oh, ein neues Steuerrad. Ne, da komme ich auch nicht weiter. Na gut, dann. Guck mal, die Bank. First Nautical Bank. Du. Oh ja. Hi! Und Ausrufezeichen hier. Help! Attack of the exclamation points! Ghost Turtle! The planet people of planet. Das muss man sich am besten hinstellen, sodass man... Ich bin hier, komm. Treff. Au. Ich sollte vielleicht auch weggehen dann. Sonst bringt das nichts. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Hoffentlich trifft er. Ich glaube, ich bin nicht in Reichweite. Es glänzt. Nee, doch. Ja. Und mit dem schönen Amboss. Sieht ein bisschen komisch aus, aber das ist der richtige Weg, da ranzukommen. Hab's gleich. Komm schon! Hab's. Nein, hab's nicht. Hab's. Jetzt hab ich's, okay. Würde ich mal sagen, schöne Aussicht, diesen Part hier zu beenden. Bis zum nächsten Mal. Tschö.